willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Pokémon Go. Und der Ramses hat gar keine Haare mehr. Was ist da denn los? Aber wie ihr seht, es ist richtig lausiges Wetter. Hier überall fliegt das Laub rum. Hinter mir, vor mir, alles ist voll. Und bei dem Wetter, was trinkt man natürlich am besten? Genau, Bananensaft aus der Dose. Und das ist hier kein Marketplace-Dingsbums. Ich krieg da nichts dafür. Aber neben mir sitzt der Filippone. Calzone natürlich. Und ihr kennt alle noch die Geschichte von dem kleinen, traurigen Jungen. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Der kein Lavados bekommen hat in Shiny. Aber die Zeiten sind jetzt endgültig vorbei, denn es ist passiert wie Tomaten. Was? Den wollte ich auch schon immer mal bringen. Jetzt ist er da. Es ist passiert wie Tomaten. Denn er hat ein Shiny Lavados bekommen. Die Raids sind ja wieder da, die Vögel sind zurück, alles läuft 1,5 Stunden. Und wir stehen so unten am Löwen rum und ich sag zu ihm noch, hey, du bist doch in Hibo, möchtest du nicht beim Löwen mitmachen? Und er sagt, er ist auf dem Friedhof, er macht Simsala. Und ich habe mir so schon an den Kopf gefasst, imaginär. Aber wir haben natürlich extra 3 Tage gewartet, bis er vom Friedhof zurückkam, haben das Lavados mit ihm gemacht und er hat einen Shiny bekommen. Das möchte er uns hier natürlich mal zeigen. Ja, Bombe, Bombe. Ja, Shoutout an Ramses natürlich. Ne? Er hat mich dazu überhaupt erst gepusht, dass ich es nochmal probiert habe. Ein letztes Mal. Ja. Mir war klar, dass es ein Shiny wird. Nee, war es nicht, aber... Den ganzen Tag hat er geheult, hat da gesessen, in sein Kissen rein, hat gesagt, okay, er ist so happy, dass die Vögel zurück sind. Dann sind die Vögel da, er ist da und er macht lieber Simsala. Was ist los? Ich verstehe es nicht, aber den werde ich noch erziehen. Hat auf jeden Fall geklappt, wunderbar. Habt ihr auch einen Shiny Lavados bekommen? Habt ihr einen Shiny Zapdos bekommen? Habt ihr einen Shiny Arctos bekommen? Wie viele habt ihr bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Macht ihr eh nicht, wette ich drauf. Bis dahin, ich gönne mir weiter meinen Bananensaft aus der Dose. Denn der schmeckt und macht aus mir eine Mimose. Nein, ist aber wunderbar süß und richtig edel. Gönnt euch. So, noch ein Schlusswort, Filippone. Da ist er, die rote Feuerente. 1809 WP, meine ich. 1809. Ist ja wie eine Jahreszahl. Gut, mal gucken, vielleicht finden wir noch was, was wir reinschneiden können. Wenn nicht, war es das natürlich. Die Geschichte des Leidens hat ein Ende. Ab jetzt jubelfrei. Bei jedem Lavados, bei jedem Feuer-Pokémon, bei jedem Raid einfach allgemein. Beim Starten der App einfach immer jubelfrei. If you're happy and you know it. Ihr wisst Bescheid. Das war's auf jeden Fall. Bis später. Wir sehen uns. Ach so, peace out. Vorhaut natürlich. Euer Ramses. Jubelfrei.